weiter, nicht nur mit einem Lese-, sondern vor allen Dingen mit einem Hörgenuss. Feridun Sarmolo sollte man lesen, aber die wahren Schätze seiner Bücher erschließen sich eigentlich erst durch das Vorlesen von ihm, wenn man seine Stimme hört und wenn man auch die besondere Akzentuierung dabei erfährt. Er ist ja 1995 bekannt geworden durch seinen ersten Roman im Rotbuchverlag Kanak Sprak, wo er sich eben mit der Sprache von Migranten, deutsch-türkischen Migranten, beschäftigt hat. Wir hatten ihn hier zuletzt mit dem Roman Ruß, der sehr sperrig sich nur lesen lässt, aber es war wirklich ein Genuss, ihm beim Vorlesen zuzuhören. Mit dem Roman Sieben Türmeviertel, der im vergangenen Herbst erschienen ist und auch auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis stand, hat er einen historischen Roman geschrieben. Der spielt nämlich in den 1930er und 1940er Jahren in der Türkei. Was die wenigsten wissen, ist, dass die Türkei eines der wichtigsten Exilländer für deutsche Emigranten nach der Machtübernahme Hitlers war. Also so bekannte Größen wie Ernst Reuter und sein Sohn Edzard Reuter, der Architekt Bruno Taut oder auch der Komponist Paul Hindemith. Insgesamt rund 1000 deutschsprachige Emigranten, sowohl aus Deutschland als auch aus Österreich, haben in der Türkei eine neue Heimat gefunden. Für einige nur zeitweise, viele sind dann wieder nach Deutschland zurückgekehrt oder sind weitergewandert in die USA. Aber diese politische Zeit kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und dann der Kriegszeit beschreibt Feridun Sarmolo, die in der Türkei auch eine Umbruchszeit war. Also die Türkei wendet sich unter Atatürk von den ganzen Traditionen des Osmanischen Reiches ab, versucht ein moderner Staat zu werden. Genau da passen dann diese ganzen europäischen Emigranten dazu, die eben an der Universität lehren und die Öffnung der Türkei nach Westeuropa unterstützen. Gleichzeitig gibt es aber noch das traditionelle türkische Leben, die Religion, aber auch die ganzen Lebensweisheiten, Mythen und anderes mehr. Und all dies kommt zusammen in diesem Sieben-Türme-Viertel, in dem ein Junge mit seinem Vater eine neue Heimat findet. Der Vater ist Sozialdemokrat, flieht aus Deutschland aus politischen Gründen und überlässt seinen Sohn dann aber im Wesentlichen der Familie von Abdullah Bey, also einem Türken, der in Istanbul lebt, und lernt eben vor Ort die unterschiedlichen Lebenswelten und Denkweisen kennen. Das ist ein sehr persönlicher Roman, bei dem Sarmolo die Geschichte seines Vaters nur sozusagen in umgekehrte Richtung beschreibt, sich damit auseinandersetzt. Sarmolo ist ja 1964 in der Türkei geboren, ist im Alter von einem Jahr nach Deutschland gekommen mit seinen Eltern, entstammte dem, was man eine Arbeiterfamilie nennt. Und er hat hier ganz aktuelles Stadtschreiber in Mainz und hat in einer Rede, die am 9. Januar in der Frankfurter Allgemeinen veröffentlicht worden ist, unter dem Titel »Wie ich Schriftsteller wurde«, beschrieben, wie er als Arbeiterkind erst auf die Realschule meinte, also ein Arbeiterkind gehört nicht aufs Gymnasium, so eine Denke gab es ja früher mal, hat leider sehr lange gehalten, dann aber doch aufs Gymnasium kam, dann sogar Medizin studiert hat, aber wie er letztendlich über die Bibliothek, über das Lesen, über die Literatur das gefunden hat, was sein eigenes Leben ausmacht. Das beschreibt er in dieser Rede sehr schön. Im Grunde genommen erst durch die Schriftstellerei, durch das Finden einer eigenen Sprache, hat er seine Identität gefunden. Und was das Spannende an diesem Roman, der ein historischer Roman ist, für die Gegenwart sein könnte, hat Lena Bob in ihrer Besprechung in der Frankfurter Allgemeinen geschrieben, so bietet der Roman vielleicht nicht nur einigen Aufschluss für das Verständnis von Sarmolos eigener, sowie der Biografie seines Vaters, er schärft bei aller und letztlich durch seine Komplexität auch den Blick, den wir beispielsweise auf die aktuellen Flüchtlingsströme in Europa werfen sollten.
indem er eben die Emigration von politischen Flüchtlingen aus Deutschland und aus Österreich in die Türkei beschreibt, macht er deutlich, was es bedeutet, ein Flüchtling zu sein in Deutschland aus politischen Gründen und dass man eben nicht freiwillig eine solche Flucht antritt, die ja sehr gefährlich ist, in der damaligen Zeit war und heute natürlich genauso. Aber was man dann in der Begegnung der Kulturen voneinander lernen kann, ist eigentlich das Thema dieses Romans. Und damit verarbeitet Zamolo eben nicht nur die geschichtliche Erfahrung der Emigration, der politischen Emigration aus Deutschland und aus Österreich, sondern eben auch die gegenwärtigen Flüchtlingswellen, die wir erleben. Am 10. März ist Alex Capus mit seinem wunderschönen Roman Reisen im Licht der Sterne zu Gast. Es geht vordergründig um Robert Louis Stevenson, der auf Samoa gelebt hat in den letzten Lebensjahren. Und er fragt sich natürlich, wie jemand, der an Tuberkulose erkrankt ist, ausgerechnet in diesem tropischen Klima in der Südsee seine Unterkunft sucht, da mit seiner Ehefrau Fanny zusammenlebt und deren Kindern lebt auf einem großen Bauernhof mit ganz vielen Bediensteten, fragt sich, wie Robert Louis Stevenson sich so etwas überhaupt leisten konnte und warum er das eben tut, und kommt dann zu der Vermutung, dass Robert Louis Stevenson vielleicht den Schatz von Lima gefunden haben könnte und die Schatzinsel, sein erfolgreichstes und bekanntestes Buch, praktisch auf autobiografischen Erlebnissen beruht. Nochmal, es ist eine Mutmaßung, die aber so spannend zu lesen ist, dass man darüber ungeheuer viel über die Südsee mit ihren 20.000 Inseln erfährt, auch weshalb das Kap Horn Kap Horn heißt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das ist ja ganz spannend, dass die Südspitze von Südamerika einen niederländischen Namen hat. Mhm. Und Hintergrund ist, dass die Ostindische Handelskompanie oder einer der Gründer und Mitgesellschafter dieser Ostindischen Handelskompanie seine eigenen Mitgesellschafter betrogen hat finanziell, dass sie ihn daraufhin vom direkten Weg an der Südspitze von Afrika gen Indien ausgeschlossen haben. Da durfte er also nicht mehr segeln. Und er hat dann seinen Sohn beauftragt, einen anderen Weg zu finden. Und den hat er eben dann über den Atlantik an der Südspitze von Südamerika gefunden, sozusagen in die andere Richtung. Und er ist zum ersten Mal dann im 17. Jahrhundert um Kap Horn herum gesegelt. Und deshalb, weil diese Kaufmannsfamilie aus dem Ort Hoorn bei Amsterdam stammte, ist dann diese Südspitze von Südamerika nach dieser Stadt benannt worden. Und solche Geschichten kann man eben in diesem sehr schönen Buch nachlesen und viele andere mehr. Samoa war ja auch eine deutsche Kolonie und mit den deutschen Kolonien hatte sich Alex Capus ja schon in Eine Frage der Zeit beschäftigt. Da ging es um Deutsch-Ostafrika, hier geht es eben um Samoa und in Samoa haben es die Deutschen genauso gemacht wie in allen anderen Kolonien. Das erste, was gebaut wurde, war eine Brauerei, damit man Kaisers Geburtstag immer schön feiern konnte. So auch auf Samoa, so ist das Bier, das deutsche Bier in diese Kolonie gekommen. Es war auch Sitz des deutschen Gouverneurs bis 1914, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Danach hat Deutschland auch diese Kolonie verloren, ist 1914 dann an Neuseeland gegangen, 1962 nach der Unabhängigkeit dann Sitz des Staatsoberhauptes von Samoa, also alles dieses Gut von Robert Louis Stevenson und ist heute ein Stevenson-Museum. Und auch die Geschichte dieses Hauses ist eben ungeheuer spannend zu lesen. Ich freue mich sehr auf diesen Abend mit Alex Capus. Das Buch ist ursprünglich 2005 im Knaus Verlag erschienen. Inzwischen ist Capus Autor des Hansa Verlages. Und der Hansa Verlag hat im vergangenen Jahr eine sehr schöne Neuausgabe des Buches vorgelegt, die Alex Capus hier vorstellen wird. Arische Entdeckung nochmal. Ja, Christian Brückner, Herr Kurzberg hatte schon darauf hingewiesen, Stammgast bei den Akzenten, immer wieder mit neuen attraktiven Programmen. Diesmal geht es um Brückner Beat oder heißt die Überschrift Brückner Beat und es geht um die Beat Generation in den 1940er bis 1960er Jahren in den USA mit den großen Namen Jack Kerouac, On the Road, der auch den Begriff der Beat Generation 1948 geprägt hat.
Die anderen beiden großen Protagonisten sind Allen Ginsberg und William S. Burroughs. Die haben in New York und in San Francisco nicht nur zusammen gelebt, sondern auch zusammen die Literatur aufgemischt, hatten ganz viele literarische Erfolge. Und die großen Themen sind eben Experimente in Sprache und Stil. Also nicht nur die Kunst bricht zu neuen Ufern nach 1945 auf, sondern eben auch die Literatur. Erfahrungen und Experimente mit Drogen, ruheloses Unterwegssein quer durch die USA als grundlegende Lebenserfahrung, die Entdeckung der Natur und die Überwindung von Tabus. Also sowohl Burroughs als auch Ginsberg waren bekennende Homosexuelle in einer Zeit, in der das noch nicht selbstverständlich war, dass das gesellschaftlich akzeptiert wurde. Ginsberg hat sich ähnlich wie Kerouac und Burroughs aber auch sehr intensiv mit dem Buddhismus beschäftigt. Und auch der Existenzialismus Albert Camus und von Jean-Paul Sartre hat bis in die Vereinigten Staaten hineingewirkt. Auch damit haben sie sich beschäftigt. Christian Brückner wird daraus einen Querschnitt lesen der Lyrik, die natürlich sehr beachtlich ist. Und sein Sohn Kai wird ihn dabei begleiten. 1969 in Berlin geboren und mit Brückner zusammen auch in New York gewesen. Ist als Musiker ausgewiesen, sowohl als Jazz-Gitarrist als auch Komponist für Filmmusiken, hat auch mehrere Hör-CDs vorgelegt und ich bin sehr gespannt auf diesen Abend, 12. März, ein Samstag, an dem wir den Brückner Beat hören und erleben können. So viel zum Programm. Die Karten, wie gesagt, im Vorverkauf hier in der Zentrale, ansonsten auch an der Abendkasse. Und ich bin sehr gespannt auf diese literarischen Abende und auf die Resonanz.